Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Ja, hallo Elmar, wie geht's? Du, wir drehen gerade ein Video zu den Vergleichsfachsemeln und hätten da ein paar Fragen an dich als Expertin zu diesem Fachsemeltyp. Sag mal, woran arbeitest du gerade? Zurzeit untersuche ich die Bilder, die den deutschen und spanischen festen Vergleichen zugrunde liegen. Zu welcher Schlussfolgerung bin ich in meiner Studie gekommen? Einige von diesen Bildern sind naturgegeben und aus diesem Grund mehr oder weniger international. Andere sind dagegen sprachspezifisch. Welche Phraseme gehören in die erste Gruppe? Da haben wir Beispiele wie rot wie eine Tomate oder schlafen wie ein Murmeltier. Das heißt, diese Bilder entstehen aus der direkten Beobachtung der Natur oder von Naturphänomenen oder vom Tierverhalten, so zum Beispiel, dass Phrasem sich vertragen wie Hund und Katze. All diese Bilder sind im Spanischen auch anzutreffen: rojo como un tomate, dormir como una marmota, llevarse como el perro y el gato. Gut, in die zweite Gruppe der Bilder gehören sprachspezifische feste Vergleiche und die sind nicht so naturgegeben. Viele von diesen enthalten Kulturräume. Viele von diesen Kulturräumen sind dazu kulinarische Termini, so im Deutschen weggehen wie warme Semmeln, dagegen im Spanischen venderse como churros. Churros ist auch so ein Gepäck. Aber das gibt es in Deutschland nicht, deshalb gibt es das Phrasem auch nicht im Deutschen, in der Art, so in der Art. Oder zum Beispiel wie die Heringe zusammengepfercht, im Spanischen como sardinas en lata zum Beispiel. Oder ein Herz wie Butter haben, das ist auch noch ein Kulinarismus. Im Spanischen dagegen ser un cacho de pan o tener un corazón de oro. Warum sind eigentlich die Vergleichsmaße so stark sprachspezifisch? Kann man da womöglich sogar soziokulturelle Erklärungen dafür finden? Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Frage, die du da stellst. Also diese Vergleichsmaße sind sprachspezifisch und worauf ist das zurückzuführen? Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Erstens, viele von diesen Komparator oder Vergleichsmaße enthalten oder sind Namen von Berufsbezeichnungen, die nur in einem bestimmten Land vorhanden sind. Zum Beispiel Bierkutscher, im Deutschen fluchen wie ein Bierkutscher. Oder diese Komparator bezeichnen die andersartige Flora und Fauna eines Landes. So zum Beispiel im Spanischen como un cardo, das heißt unsympathisch, also wie eine Distel, unsympathisch, oder schlank wie eine Tanne im Deutschen. Andere dagegen bezeichnen Ereignisse oder Anekdoten oder Figuren aus der Literatur so aussehen wie eine Strubelpeter oder aussehen wie bei Hempels und am Sofa oder sich wie Bolle amüsieren. Oder im Spanischen auch más feo que picio, más tonto que abundio. Die Vergleichsmaße, also die Komparator, können auch auf Stereotype Bezug nehmen. So im Deutschen stolz wie ein Spanier oder hausen wie die Hunnen. Im Spanischen dagegen, vivir como los gitanos, beber como cosacos und so weiter. Diese Vergleichsmaße, die ich gerade erwähnt habe, sind als Kulturerbe zu betrachten, sind Bestandteil des kulturellen, des kollektiven Gedächtnisses einer Sprachgemeinschaft. Sie sind aber nicht fest.
sie können sich mit der Zeit ändern oder sogar in Vergessenheit geraten. Das ist der Fall von vielen Berufsbezeichnungen im Deutschen, zum Beispiel Kesselflicker, Brunnenputzer, Bürstenbinder. Also es handelt sich dabei um Berufe, die heute kaum noch ausgeübt werden. Und aus diesem Grund werden die festen Vergleiche, die diese Berufsbezeichnungen enthalten, nicht so sehr oder nicht so oft gebraucht wie früher. Diese Berufsbezeichnungen kommen im Spanischen auch nicht so oft vor. Also gerade die Wörter, die ich vorhin genannt habe, wie Bürstenbinder oder Kesselflicker und so weiter, die waren in spanischen festen Vergleichen nicht vorhanden. Gibt es heute auch nicht mehr. Im Spanischen ist dagegen der Bereich der Religion sehr produktiv als Bilderspender. Zum Beispiel feste Vergleiche wie poner a alguien como un Cristo oder cantar como los ángeles oder como Dios manda, also wie es sich gehört, como Dios manda oder como Dios. Also all diese religiösen Termini sind im Spanischen sehr häufig. Sie kommen besonders in festen Vergleichen sehr oft vor. Das ist ohne Zweifel ein Beweis für die Relevanz des Katholizismus, der katholischen Religion in unserer Kultur, aber auch in unserer Sprache. Einige Linguisten wollen den Einfluss des Arabischen auch da sehen. Und zwar im Arabischen begegnen uns viele Phraseme mit dem Wort Allah. Ja? Und nach dieser Theorie hätte das Spanische diesen Einfluss vom Arabischen bekommen. Es stellt sich eine weitere Frage, und zwar in Bezug auf die Referenzbereiche, die durch feste Vergleiche versprachlicht werden. Also genauer gesagt, welche Sachverhalte der außersprachlichen Realität werden vorrangig durch feste Vergleiche versprachlicht? Das sind in der Regel negativ konnotierte Eigenschaften des Menschen oder Zustände oder negativ konnotierte Handlungen. Beispiele: unordentlich sein, hässlich sein, dumm sein. Oder Handlungen wie zum Beispiel Lügen oder Saufen oder viel Essen. Interessanterweise begegnen uns diese Referenzbereiche in vielen Sprachen und natürlich auch im Spanischen und im Deutschen. Warum ist es so? Das lässt sich dadurch erklären, dass der Mensch im Großen und Ganzen überall auf der Welt praktisch die gleichen Grundbedürfnisse, dieselben Empfindungen haben. Und die werden durch feste Phraseme versprachlicht. Zum Beispiel im Spanischen, más viejo que Matusalén, oder más feo que Picio, hässlich wie die Nacht, oder zum Beispiel auch reden wie ein Papagei, also viel reden, hablar como un loro. Also diese Referenzbereiche bestehen sowohl im Spanischen als auch im Deutschen. Etwas anderes ist die Produktivität von diesen Referenzbereichen. Das heißt, die Sprachen verhalten sich quantitativ anders, was die Produktivität angeht. Und welche Bereiche oder Aspekte der außersprachlichen Wirklichkeit werden im Deutschen prototypischerweise durch feste Vergleiche abgedeckt? Ja, da kann man sagen, das Deutsche hat eine besondere Neigung zum semantischen Feld frech sein. So die komparativen Phraseme, frech wie Oskar, frech wie Rotz, frech wie ein Rohrspatz. Und im Spanischen? Ja, im Spanischen scheint das Frechsein, phrasologisch betrachtet, kein Thema zu sein. Dagegen begegnen uns viele Phraseme aus dem Bereich, aus dem semantischen Feld, hässlich. So zum Beispiel, más feo que un dolor,
más feo que pegar a un padre, más feo que picio, más feo que caracuca. Viele von diesen Phrasemen, viele von diesen komparativen Vergleichen enthalten angeblich historische Figuren, die in früheren Zeiten gelebt haben und angeblich für ihre Hässlichkeit bekannt waren. Muchas gracias, Carmen. Que tengas un buen día y hasta luego. Muchas gracias, Elmar. Adiós.